Mein Name ist Lena Schilling, ich bin 20 Jahre alt und Klimaaktivistin schon seit mehreren Jahren. Ich bin jetzt Sprecherin der Lobau-Bleib-Bewegung, studiere sonst nebenbei Politikwissenschaften und auch Sprecherin vom Jugendrat, einer Organisation, die ich gegründet habe. Was sind die großen, relevanten Themen der Zukunft? Ich glaube, ganz klar ist, dass die relevantesten Themen unserer Zukunft natürlich die Klimakrise ist, aber alles, was mit Klimagerechtigkeit zu tun hat. Wenn wir an die Klimakrise denken, dann müssen wir daran denken, dass der Global Risk Report 2020 schon gesagt hat, dass von den 6 größten globalen Krisen 5 ökologische sind und die 6. sind Massenvernichtungswaffen. Ich glaube, das Klimathema ist das Thema unserer Zeit und auch meiner Generation und deswegen geht mir das natürlich nahe. Und ich glaube aber, wir müssen beginnen, diesen Begriff der Klimagerechtigkeit auch endlich als einen Gerechtigkeitsbegriff zu denken. Weil es muss klar sein, dass es global, aber auch hier die Menschen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, am meisten treffen wird. Und das sehen wir in der Verteilung, wie es in Wien ist, das sehen wir in einer globalen Verteilung. Und ich glaube, da müssen wir endlich anfangen, die soziale und die Klimafrage auch zusammen zu denken und auch gemeinsam für diese klimagerechte Welt zu kämpfen. Welches sind Ihrer Einschätzung nach die wichtigsten Herausforderungen für Wien? Ich glaube, in Wien läuft ganz viel schon sehr gut. Und auf der anderen Seite sind's trotzdem, gibt's eine Stadtregierung, die gerade noch immer an fossilen Großprojekten festhält. Und wir müssen sagen, 2022, wir können uns keine fossilen Großprojekte leisten. Das heißt, wir müssen auch anfangen, in Wien, in dieser wunderschönen Stadt, wieder mehr Platz für Menschen zu schaffen und weniger für Individualverkehr. Wir müssen wegkommen von diesem massiven Ausbau. Ganz ehrlich, im Moment ist mehr als die Hälfte der Stadt verparkt oder fahrende Autos. Wir brauchen diesen Platz wieder. Und ich glaube, der Appell müsste sein, dass wir Pionierinnen der Zukunft diese Stadt gemeinsam gestalten und eine solidarische Stadt schaffen. Und da müssen wir anfangen, klar, einerseits mit, wie schaffen wir eine Energiewende, die leistbar ist? Und auf der anderen Seite aber eben zu sagen, okay, wir dürfen nicht mehr diskutieren, wie wir die Klimakrise lösen, sondern nicht mehr, ob wir die Klimakrise lösen, sondern wie wir die Klimakrise lösen. Und ich glaube, das wäre jetzt die Frage unserer Zeit. Und dafür liegen ganz viele Maßnahmen schon am Tisch. Welche Fragen sollten am dringendsten beantwortet werden? Naja, einerseits, wenn wir bei diesem Klimathema bleiben, es sind so viele Themen, die wir gerade lösen müssen. Angefangen vom Bildungssystem über tatsächlich soziale Gerechtigkeit, aber in letzter Konsequenz, wenn wir uns Klimagerechtigkeit anschauen, eben eine Energiewende hinzubekommen, die leistbar ist für alle und die auf fossile Brennstoffe verzichten kann. Dann als zweites natürlich zu sagen, okay, in Österreich, auch jetzt, wir haben schon wieder einen Höchststand der zugelassenen Autos. Es sind über 5 Millionen Autos in diesem Land zugelassen. Das darf einfach nicht mehr passieren. Wir müssen jetzt anfangen, eine Mobilitätswende einzuleiten und tatsächlich dieses systemische Problem auch ernst nehmen als solches. Und ich glaube, Mobilitätswende, Energiewende wären die ersten zwei wichtigen Schritte. Und im Sinne eines positiven Ausblicks und zur Inspiration für uns alle, würden wir gerne wissen, wie sieht das Wien Ihrer Träume aus? Also erstens, und das ist mir, glaube ich, das Wichtigste, wir müssen Platz für Menschen schaffen. Wir müssen aufhören, darüber nachzudenken, wie wir möglichst viel Profit machen, sondern darüber nachdenken, wie wir die Bedürfnisse von allen Menschen irgendwie befriedigen können. Das heißt auch eine leistbare Stadt, das heißt leistbaren Wohnraum. Das heißt aber auch, dass ich am besten zu Fuß zum Supermarkt und überall anders hinkomme und dass die Wege kürzer werden. Das heißt, dass wir mehr Zeit haben, dass wir im besten Fall weniger arbeiten müssen. Das heißt im Grunde, dass wir gemeinsam, und das ist, glaube ich, mein größtes Anliegen, dass wir demokratisch uns überlegen, wie man diese Stadt noch weiter gestalten kann und dass wir uns alle auch wieder ein bisschen ernster nehmen in unserer politischen Handlungsmacht und in unserer Stadt, in unserem Bezirk, in unserem Grätzl anfangen aktiv zu werden.